Ausgradung für die Installation mit Käfigklemmen ausgerüstet für die Außenleiter, für Neutralleiter und auch im unteren Bereich für PE und Potentialausgleichsleiter. Kurz zu Werkzeug und Zubehör. Wenn Sie solche Arbeiten durchführen, bitte benutzen Sie ausschließlich isoliertes, geprüftes Werkzeug, wie zum Beispiel isolierte Zangen, isolierte Schraubendreher, Spannungsprüfer und so weiter. Als Zubehör benötigen wir für die Anvertrautung voll isolierte Einzeladern. In der Regel wird hier ein H07VK eingesetzt in den Farben der Außenleiter, des Neutralleiters und des PE-Leiters. Als Querschnitt habe ich in Übereinstimmung mit der Einbauanleitung des Herstellers 16 mm Quadrat CU ausgewählt. Die Einbauanleitung liegt der Verpackung bei. Bitte beachten Sie, dass ich hier eine Standardsituation, eine Standard-Einbausituation demonstriere. Unter Umständen kann es sein, dass Sie für andere Einbausituationen noch zusätzliche Hinweise aus der Einbauanleitung beachten müssen. Nun zum Einbau selber. Bevor ich mit dem Einbau beginne, schalte ich am Hauptsicherungsautomaten die Anlage spannungsfrei. Überprüfe zur Sicherheit die Spannungsfreiheit mit dem Spannungsprüfer. Nach Feststellung der Spannungsfreiheit kann ich mit der Montage beginnen. Der Dehnschild wird, wie ich bereits erwähnt habe, im oberen Bereich des Zählers in Energieflussrichtung betrachtet installiert. Eine Installation eines Kombiableiters im unteren Feld, also in Energieflussrichtung vor dem Zähler, zeigt ein weiteres Video. Der Ableiter wird einfach auf die Hutschiene aufgeklipst. Somit kann ich zur Anvertrautung im nächsten Schritt mir meine Anschlussadern herrichten. Zuerst das Ablängen. Und einseitig muss die Ader mit Adernenthülsen versehen werden, weil der Klemmstein für die Anvertrautung eine Aderenthülse benötigt. Am Ableiter selbst, habe ich es bereits erwähnt, sind Käfigklemmen vorhanden. Dort wird keine Aderenthülse benötigt. Zum Quetschen der Aderenthülse ist auch wieder Spezialwerkzeug, Spezialquetschzangen erforderlich. Nun kann ich mit den Außenleitern in der Anvertrautung beginnen. Zuerst der Anschluss am Klemmstein. Dann am Kombiableiter. Die Anschlussadern sollten sauber und fest am Kombiableiter verklemmt werden. Der Hersteller schreibt in seiner Montageanleitung 4 Newtonmeter.
Da es sich hier um einen Kombiableiter Typ 1 handelt, benötigen wir auch einen direkten Anschluss nicht nur zum PE- oder PEN-Leiter, sondern auch einen Anschluss zum Hauptpotentialausgleich auf kurzem Wege. Hier diese Leitung habe ich bereits vorbereitet. Diese Leitung ist hier geführt zur Hauptpotentialausgleichsschiene. Ich nehme erst den Anschluss oben vor und dann unten an den Potentialausgleich. Hier auch wieder bitte mindestquerschnitt beachten. Wir müssen hier blitzstromtragfähig verdrahten und brauchen einen Mindestquerschnitt von 16 mm Quadrat-CU. So, nun ist hier, wie Sie sehen, der Anschluss des Kombiableiters Typ 1 fertig. Es ist wichtig, dass die Anschlusswege zur Zuleitung kurz sind und auch die Anschlussverdrahtung zu PE und Potentialausgleich in kurzer Ausführung installiert wird.